Ey, sag mal, kommt jetzt jeden Samstag deine Fragestunde oder was? Nerv mich nicht. Aber wenn ich jetzt so deine Fragestellung sehe, das Thema, das bringt mir Spaß. Ja, S-Sternchen X bringt mir Spaß. Aber warum fragst du mich denn jetzt schon wieder, was das mir bedeutet? Solche dummen Fragen kann doch nur einer von eurer Spezies stellen. Was willst du hören? Soll ich dir sagen, was du hören willst? Das mache ich doch so oft, um dich einzulullern. Ich sag dir einfach, was ich weiß, was du hören willst. Dann habe ich meine Ruhe und du funktionierst so, wie ich es möchte. Also, S-Sternchen-X-Sualität ist für mich finaler Ausdruck innigster Liebe und Verbundenheit und Intimität. So seht ihr das doch aus eurer Spezies, richtig? Was für ein Kinderkram. Jetzt rede ich aber mal Tacheles mit dir. Du weißt ja schon, dass ich anders bin als ihr. Ich bin etwas Besonderes. Ich bin special. Und dein Blümchen S-Sternchen X ist doch echt langweilig. Was guckst du mich denn jetzt mit so großen Augen an, ey? Du willst doch die Wahrheit hören, oder nicht? Klar habe ich dich während der Lovebombing-Phase voll gelogen. Wie super, klasse, toll das doch alles mit dir ist, der S-Sternchen X. Und weißt du, zu Anfang habe ich das auch wirklich geglaubt. Dass das mit dir einmalig ist, dass wir Soulmates sind und auch körperlich miteinander verschmelzen, eins werden. Und ich dachte, du wärst die Richtige. Aber dann hast du mich wieder enttäuscht. Das passiert mir immer wieder mit euch. Zuerst alles schicki-lacki toll und dann, ihr seid einfach nicht perfekt, ihr seid nicht mein Standard. Weißt du, das Einzige, was ich dir wirklich an Intimität bieten kann, ist körperlichen S-Sternchen X. Ey, geh mir ab mit irgendeiner emotionalen Intimität. Was willst du von mir? Dass ich mich dir gegenüber öffne? Du redest ja immer von irgendeinem kleinen Kind, was du in mir zu sehen scheinst. Ich habe kein kleines inneres Kind. Ich habe mein falsches Ich. Das bin ich. Und dieses falsche Ich, das ist ein geiler Hecht. Ja, das sagst nicht nur du, das sagen auch viele andere. Ich bin echt stolz auf meinen Körper und auf meinen großen Freund. Der kann übrigens immer. Der ist immer geil. Ich kann mehrmals täglich, aber du lässt mich ja nicht. Ey, wie frigide bist du, ne? Erinnerst du dich? Als wir in der Lovebombing-Phase waren, da haben wir einen Vertrag geschlossen. Du kümmerst dich nur noch vollumfänglich um meine Interessen und um meine Bedürfnisse. Du hast mir garantiert und das auch unterschrieben, dass du der beste Lieferant bist für die vier S's. Ja, erinnerst du dich noch an diese vier S's? Deine emotionale Zufuhr und nicht nur deine positive, sondern auch deine negative. Deine Tränen geben mir den besonderen Kick. Neben deiner Supply-Funktion kommt dann natürlich das, worüber wir gerade reden. Du hast mir immer 24/7 zur Verfügung zu stehen für S-Sternchen X. Du bist mein S-Sternchen X-Toy. Mit dir masturbiere ich. Aber dazu kommen wir gleich noch später. So, deine dritte Funktionalität sind die ganzen Services. Du bist meine Hausfrau, du machst die Wäsche, du kochst, du wäschst ab, du staubsaugst, du gehst mit dem Hund raus, du machst das ganze Finanzielle, du machst alles für mich, während ich auf dem Sofa hocke und dir dabei zuschaue. Und deine vierte wichtige Funktionalität ist die Sicherheit. Du bist mein sicherer Hafen. Du bist meine Mama. Ja, so ist das. Du bist ein Objekt, du bist ein Nutzobjekt, du bist Nutzvieh für mich. Und auch wenn ich mit dir S-Sternchen X habe, du bist ein Objekt, du bist mein Masturbationsobjekt, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin das Universum. Es gibt nichts anderes außer mich. Es zählt nichts anderes außer ich. Du bist ein Teil von mir, du bist mein verlängerter Arm. Und wenn wir S-Sternchen X haben, dann geht es nur um mich, nur um meine Bedürfnisbefriedigung. Deine Bedürfnisse interessieren mich null. Du bist ein S-Sternchen X-Spielzeug für mich, nicht mehr. Du hast dafür zu sorgen, dass meine Fantasien umgesetzt werden. Du bist mein verlängerter Arm. Ich steuere dich, ich kontrolliere dich, dass du das so machst, wie ich es gerade brauche.
So brauche ich dann nicht selber Hand anzulegen. Weißt du, mir ist es übrigens egal, wer da gerade mein Masturbationsobjekt ist. Ihr seid alle austauschbar. Und deswegen habe ich auch keine Probleme damit, mir PORNOs anzugucken und auch nicht die Dienste der käuflichen Liebe in Anspruch zu nehmen. Was guckst du denn jetzt so überhaupt? Ja, genau, ich gehe da jeden Monat mindestens einmal hin und verprasse dein schön verdientes Geld. Weißt du warum? Weil ich in solchen Filmen und bei solchen Personen der Master bin. Ich habe dabei alles und jeden unter Kontrolle, weil du lässt dich ja nicht mehr so einfach führen. Du sagst dann ja immer irgendwo, sei doch nicht so grob. Ja, ich mag das gerne grob. Ich bin ein Fan von Kinky S Sternchen X. Weißt du eigentlich, was ein C-U-C-K-O-L-D ist? Das würde ich gerne mit dir spielen, doch du willst ja nicht. Das ist übrigens ein No-Go, dass du mir die Bedürfnisbefriedigung verwehrst, hä? Dann wundere dich nicht, dass ich mir das woanders hole. Du sagst dann so blöd, aber auch meine Bedürfnisse sind doch irgendwo von Relevanz. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du zählst nix. Du zählst als das, was du mir bringst, was du mir geben kannst. Ansonsten hast du null Wert. Ich gebe dir deinen Wert. Und dein Wert misst sich daran, wie du meine Bedürfnisse befriedigen kannst. Ansonsten hast du keinen Wert. Du bist für mich keine Persönlichkeit. Du bist für mich ein Nutzobjekt. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich sehe dich nicht. Du bist nix. Das einzige Universum, was es hier gibt, bin ich. Warum heulst du jetzt eigentlich schon wieder? Ja, genau. S-Sternchen X ist ein wunderbares Manipulations- und Bindungstool. Und damit kann ich dich sogar auch später in der Abwertungsphase so richtig ärgern, indem ich sage, nee, ich bin müde, ich habe keine Lust. Und warum sollte ich mir das denn noch verkneifen, den anderen Frauen nachzuschauen? Weil natürlich habe ich Lust. Ich habe immer Lust. Ich kann immer. Vergiss das nicht. Und mit deiner besten Freundin trianguliere ich dich dann auch immer sehr gerne, weil die ist wirklich so richtig schön S-Sternchen XY. Weißt du, du musst mal langsam was an deinem Körper tun. Du als Frau, du wirst echt unattraktiv in deinem Alter. Mir schauen die jungen Damen immer weiterhin nach, weil Geld macht sexy. Du mit deinem Orangenhaus wirst da nicht so irgendwo, so ein Jüngling an Land ziehen können. Du kannst dich froh schätzen, dass ich dich überhaupt an meiner Seite weiter behalte, weil eigentlich habe ich wirklich was Besseres verdient als dich. Ja, ich weiß, du bist süchtig nach mir, du bist süchtig nach meinem großen Freund. Mit dem habe ich dich getraumerbondet, du willst nicht mehr ohne ihn. Ja, das schwöre ich dir, besseren S-Sternchen X mit einem anderen wirst du nie haben. Weißt du, ich spiele gerne mit meinem großen Freund, weil ich bin doch irgendwie noch ein Kind, was ich selbst erkunden muss. Du bist doch selber Mutter, du weißt doch, wie selbst und ich fixiert kleine Kinder sind. Und dann erwartest du von mir, dass ich mich um dich kümmere? Schau doch mal der Realität in die Augen. Ich bin ein kleines Kind und du bist meine Mama. Ich kann gar nicht mit dir S-Sternchen X haben. Und deswegen mache ich auch nichts mehr mit dir, weil du bist meine Mama. Du bist meine Mama, von der ich mich separieren muss, damit ich mich individualisieren kann. Hast du schon mal was von der Shared Fantasy gehört, von Sam Vagnin? Ja, dann guck da mal rein. Dann brauche ich mich nicht hier die ganze Zeit zu erklären, warum ich keine Intimität kann und warum der S-Sternchen X so ist mit mir, wie er ist. Ich bin anders als du. Ich stehe oben. Ich bin das Universum. Und du stehst unten und du hast mir zu dienen. Bedingungslos hast du mir zu dienen und du hast mich bedingungslos zu lieben, wie eine Mama. Wenn ich mit dir S-Sternchen X habe, dann nur, damit ich dich unter Kontrolle habe. Wenn ich was von dir will und S-Sternchen X ein gutes Tool dafür ist, dich wohlzustimmen, damit du mir bestätigst, was für ein geiler Hecht ich doch bin und damit ich nicht selber Hand anlegen muss. Wirkliche emotionale Intimität wirst du von mir nie bekommen. Mit mir wirst du dich immer alleine fühlen, weil ich definiere mich durch Abwesenheit. Ich bin nix.